Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem SC Freiburg. Endstand vor 10.000 Zuschauern nach 120 Minuten 1:2 für den SC. Wie immer gebührt dem Gast das erste Wort auf dem Podium Christian Streich, Cheftrainer des SC Freiburg, und Thomas Reis, Cheftrainer des VfL. Herr Streich, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, danke schön. Extrem umkämpftes Spiel. Der Platz war vor ein paar Wochen, als wir hier gespielt hatten, nochmal besserer Zustand. Deshalb war dann auch spielerisch in dem Spiel vor ein paar Wochen nochmal mehr zu sehen. Sehr umkämpft, viel Power auf dem Platz, viel Energie. Bochum ist extrem zweikampfstark, enorm, was sie da einbringen an Energie und an Zweikampfstärke, auch an fußballerischer Qualität, wahnsinnig viel Tempo. Eine super Bundesliga-Mannschaft und wir haben dem standhalten können. Wir sind heute die Glücklichere. Vor ein paar Wochen im Meisterschaftsspiel waren wir die Unglückliche, haben wir uns sehr geärgert gehabt. Damals haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, aber heute sind wir die Glückliche. Kann Thomas nur großes Kompliment machen und sage, dass wir jetzt halt den Tick mehr Glück hatten heute. Aber ein tolles Spiel, glaube ich, wo alle Spieler alles reinkauer haben. Danke. Herzlichen Dank, Thomas. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal Christian, danke für deine Worte und ja, Glückwunsch zum Weiterkommen. Danke. Im Pokal. Natürlich ein sehr, sehr bitterer Abend für uns, wenn man überlegt, ein paar Tage vorher ähnliche Spielverläufe. Du kommst sehr gut ins Spiel rein, hast eine hundertprozentige Torchance, die du einfach machen musst mit dem freien Kopfball von Gerrit Holtmann. Dann wärst du vielleicht ein bisschen, oder wäre das Spiel vielleicht ein bisschen besser gelaufen. Ich fand in der ersten Halbzeit sowieso ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo die Torchancen ein bisschen Mangelware waren. In der zweiten Halbzeit war es dann gefühlt bis zur 65. Auch sehr, sehr ausgeglichen. Danach fand ich, dass von beiden Mannschaften sehr viel Hektik drin war, sehr viele lange Bälle. Lag vielleicht auch ein bisschen am Platz, aber da ging es dann hin und her. Und dann war es dann wichtig, dass wir nicht komplett die Ordnung verlieren. Und dann hast du trotzdem ein, zwei Gelegenheiten, die du halt, oder das im gesamten Spiel hat mir das halt schon ein bisschen missfallen, dass wir da den letzten Pass auch in der ersten Halbzeit nicht sauber gespielt haben, viel ins Ausgespielt haben. Und dann ist es halt so, wie es manchmal passiert, in der letzten Aktion, wo du den Ball klären solltest, schießt ihn aus dem Stadion, dann passiert nichts. Aber im Endeffekt ist es passiert, auch daran wird der Spieler wachsen, ist noch ein junger Spieler und hat bisher tolle Leistungen gebracht. Und jetzt gilt für uns, ein bisschen die Wunden zu lecken. Wir haben am Samstag das auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wo ich jetzt schon sagen kann, dass du natürlich aufgrund der Tabellensituation als Favorit in dieses Spiel reingehen wirst. Jetzt bedeutet das, dass du wieder einmal mehr aufstehen musst, wieder hingefallen bist. Und ich denke, dass die Mannschaft absolut dazu bereit ist, auch wenn das Spiel sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Und das wird uns mit Sicherheit nicht umwerfen, weil ich glaube, dafür spielen wir eine tolle Runde. Und schade, dass es halt nicht ganz gereicht hat. Danke. Vielen Dank, Thomas. Dann geht der Ball an euch. Eure Fragen an die beiden. Der erste ist Jim Decker. Bitte einmal kurz vorstellen. Hallo, schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ja, wir hören dich. Fantastisch. Die Frage an Herrn Streich. In den vergangenen Wochen jetzt sehr viel über Nils Petersen wieder gesprochen worden. Jetzt sind wir, glaube ich, nach 4 Spielen bei 3 Toren von ihm. Wie sehen Sie es, seine Leistung, diese Wichtigkeit, die er dann doch einbringt, was Sie ja auch durchaus gesagt haben? Ja, der Nils ist in einer körperlich guten Verfassung jetzt. Ich habe es jetzt schon öfters gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Nils hat in der Saison 2-mal Verletzungen. Dann ist er ja nicht mehr ganz so jung. Das heißt, er braucht eine gewisse Zeit, bis er in die Top-Verfassung kommt, körperlich. Die braucht er unbedingt. Und jetzt hat er sich das erarbeitet. Und wenn er in der Verfassung ist, dann ist er immer Kandidat für eine Anfangsformation. Und dass der Nils in der Box außergewöhnliche Fähigkeiten hat, wissen wir nicht erst seit heute mit dem Tor, wo er macht, weil es halt kein Zufall ist, dass er dort steht, sondern er halt auch sich richtig verhält in der entsprechenden Situation und die Situation lesen kann.
Von dem her freuen wir uns total. Ich bin sehr glücklich, dass man von Anfang an gebracht habe wieder. Es war Überlegung, Lukas Höhler oder der Nils wurde erst ganz, ganz kurz vor dem Spiel entschieden. Mir als Trainerteam und jetzt haben wir ein bisschen Glück gehabt. Die nächste Hand kam von Thomas Lipke. Ja, der Streich, ich hoffe, Sie können mich ebenfalls verstehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Wie groß ist denn jetzt der... Wir verstehen dich gerade sehr schlecht, Thomas. Versuch's bitte nochmal. Ja, offenbar hängt der Stream. Berlin, Herr Streich. Ja, nochmal bitte. Nochmal, wie groß ist denn jetzt dieser Traum vom Finale in Berlin, Herr Streich? Ja, Traum ist immer gleich groß bei mir, wenn ich träume. Ich weiß nicht, ob der größer oder kleiner. Aber ich sollte nicht so viel träumen, das sollte die anderen Leute machen. Ich sollte schauen, dass ich anständig arbeite. Von dem her, wir spielen jetzt am Samstag in Leipzig gegen, mit einer Mannschaft, die jetzt vollständig an die Kante gegangen ist. Und dann schauen wir weiter. Und irgendwann, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wann das Halbfinale ist, dürfen wir das spielen. Das ist wunderbar. Aber ich träume jetzt nicht. Ich denke jetzt einfach viel an Leipzig. Und die Fans, die können träumen, weil das ist, deshalb sind sie Fans. Und ich muss halt, oder ich mache halt den Job als Trainer. Max Backhaus von der Bild war der Nächste. Mit Maxim Leitsch zu sprechen. Das hat er für einen Eindruck gemacht. Und glaubst du, ist er der Typ, der sowas leicht... Ich habe ja den Anfang jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ob du mit Maxim schon gesprochen hast. Ob ich mit Maxim schon gesprochen habe? Ja. Nein, also ich habe jetzt mit ihm noch nicht gesprochen. Natürlich ist jeder auf dem Platz hin. Es ist natürlich keine einfache Situation, aber wenn du ein großer Spieler werden willst, dann musst du auch mit diesen Dingen halt mal klarkommen. Ich meine, als Abwehrspieler ist es einfach so, wenn du halt einen Bock baust, dass dann öfters mal ein Tor fällt. In der Offensive könnte ich jetzt genauso sagen, hätten wir auch die Tore machen können aus 4 oder 5 Metern, wie ich es vorhin angedeutet habe. Wir gewinnen gemeinsam, verlieren gemeinsam. Jetzt muss er da durch. Und wenn er da durchkommt, dann wird er das für seine weitere Karriere dann auch irgendwo in positive Energie umwandeln. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorge. Auch wenn das heute für ihn mit Sicherheit kein schöner Tag ist und sehr, sehr weh tut, wie für den gesamten VfL, aber da musst du durch. Dann nochmal Thomas Lipke mit der nächsten Frage. Ja, Herr Streich, haben Sie denn einen Wunschgegner fürs Halbfinale? Nein. Im Halbfinale. Okay, kurz und klare Antwort. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Thomas Lipke, nochmal die Anschlussfrage. Nächster Versuch. Ja, Herr Streich, Sie sind eben nach Aufforderung der Fans, sind Sie nochmal zu den Fans gerannt über den halben Platz oder mehr als den halben Platz. Was war das für Sie für einen Moment, nochmal alleine auch diesen Sieg mit den Fans zu feiern? Können Sie das ein wenig beschreiben? Ich bin nur rübergerannt, weil ich meinen Namen gerufen habe. Und ich meine, man ist ja gewisserweise erzogen und dann wollte ich nicht unhöflich sein. Und deshalb bin ich zu Ihnen hin und habe mich bedankt. Also das ist eigentlich die Motivation jetzt gewesen. Am liebsten mache ich es gemeinsam, weil ich habe mich auch entschieden, einen Mannschaftssport zu machen. Und nicht der Einzelsport. Also ich habe es am liebsten eigentlich immer alles gemeinsam. Ralf Ritter von der WAZ Bochum hat sich gemeldet. Ja, guten Abend zusammen. Frage an Thomas, Jürgen, Luca. In der Pause draußen bleiben, wegen Rückenproblemen oder gab es einen anderen Grund? Ja, also ich habe jetzt noch keine genaue Diagnose. Er ist auf jeden Fall auf dem Weg zum Krankenhaus und ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Da müssen wir jetzt die Untersuchungen abwarten. Würden uns natürlich
am Samstag, denke ich mal, jetzt schon sagen zu können, dass es sehr, sehr, sehr eng wird. Ich habe die Szene auch nicht genau gesehen, aber ich glaube, da ist, ich weiß nicht, ob dann ein Spieler in den Rücken rein, ja, nicht gesprungen ist, aber ihn da berührt hat. Und wie gesagt, noch keine genaue Diagnose, aber war auf dem Weg ins Krankenhaus.